Ja, der immense Erdölverbrauch unserer aktuellen Lebensweise heizt also das Klima auf. Und das gleich im doppelten Sinn. Einerseits wortwörtlich, wie das auch Thomas Stocker in seinem interessanten Beitrag belegt hat, andererseits aber auch in einer sprichwörtlichen Dimension. Denn das schwarze Gold ist das Blut der modernen Industriegesellschaft. Ohne Öl steht sie einfach still. Zudem heizt sich das Klima zwischen Staaten oder Interessengruppen immer wieder auf. In seinem Buch Europa im Erdölrausch hat sich der Historiker und arrivierte Energie- und Friedensforscher Daniele Ganser fundiert mit dem Zusammenhang zwischen dem Durst nach Erdöl der westlichen Staaten und den Konflikten im Nahen Osten auseinandergesetzt. In seinem heutigen Referat geht er auf ein besonders aktuelles Thema ein. Um was geht es eigentlich beim aus unserer Sicht äußerst verwirrenden Konflikt in Syrien? Und was hat das genau mit dem Umgang, mit unserem Umgang mit fossiler Energie zu tun? Zudem frage ich mich, welche Zahl müssen wir uns heute merken? Freuen Sie sich mit mir auf einen spannenden Beitrag von Daniele Ganser. Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe Griechenland weggelassen, ich spreche nur zu Syrien. Das reicht, habe ich gedacht. Und die Zahl, die man sich merken muss, habe ich mir gedacht, die nehmen wir gleich ganz am Anfang. Damit wir verstehen, wie groß die Abhängigkeit vom Erdöl ist, müssen wir verstehen, dass wir jeden Tag 90 Millionen Fass Erdöl brauchen. Ein Fass hat 159 Liter, so ein Fass Erdöl kann man sich noch vorstellen. 10 Fässer könnten Sie sich auch noch vorstellen, das ist für den Mensch noch so im Vorstellungsraum. 2 Millionen von diesen Fässern passen in einen Supertanker. Jetzt diese Supertanker, die passen nicht hier auf den Vierwaldstättersee. Die sind so richtig groß. He? Die gehen auch nicht den Rhein rauf. Die kommen bei Basel nicht durch und schon in Deutschland geht das nicht. Das sind richtig große Schiffe, die kennen wir fast nicht, außer wir verlassen die Schweiz. Und von denen brauchen wir 45 Stück pro Tag. Einfach, dass Sie irgendwie verstehen, wie groß diese Schwierigkeit ist der Dekarbonisierung, die Thomas Stocker richtig herausgearbeitet hat. Diese Dekarbonisierung untersuche ich als Historiker. Sie ist schwierig. Ich unterrichte noch die Studenten an der Uni St. Gallen im Kurs Geschichte und Zukunft von Energiesystemen. Und ich habe ja wirklich den Eindruck, die Studenten können sich pro Vorlesung nur eine Zahl merken. Das hat nichts mit Ihnen zu tun, aber wenn Sie sich irgendetwas merken, dann eben 90 Millionen Fass pro Tag. Das ist unser jetziger Erdölverbrauch. Wenn Sie noch eine zweite Zahl wollen, 1945 waren es nur 6 Millionen Fass. Das heißt, alles, was wir kennen, ist Erdölrausch, Erdölzufluss und darum ist es für uns schwierig, hier Lösungen schnell umzusetzen. Ein Beispiel, um diesen Öldurst, diese 90 Millionen Fass, man muss es ja fünfmal sagen, weil sonst hat es keine Möglichkeit, sich im Großhirn einzunesten. Um diese 90 Millionen Fass täglich bereitzustellen, holen wir uns sogar den Ölsand. Und der Ölsand, der ist nicht flüssig, sondern der ist in Kanada. Da geht man hin, schlägt den Wald weg und dann sieht es so aus. Das würden wir hier in der Schweiz nicht zulassen. Das heißt, wir sind noch sehr stark in diesem Carbon-Zeitalter, in dieser Zeit, wo wir Öl, Gas und Kohle verbrennen. Wir sind noch relativ stark abhängig. Und diese Vision, 100% erneuerbare Energien, die finde ich wunderbar, die finde ich wertvoll, für die werde ich mich auch in den nächsten 20 Jahren einsetzen. Aber es gibt natürlich immer sehr, sehr viel Kritik, auch sehr viel Druck von verschiedenen Seiten. Ich habe übrigens herausgefunden, dass wir heute in diesem Selfie-Zeitalter sind. Haben Sie das auch schon gemerkt? Alle machen Selfies, oder? Und dann habe ich, das mache ich auch, habe mich einfach draufgesetzt und ein Selfie gemacht, weil man kann sozusagen von sich ein Bild machen, dazu lächeln und das den Kollegen schicken. Das heißt einfach, das finde ich gut, wenn sie es nicht gut finden, machen sie einfach so. Also das habe ich mit den Selfies schnell herausgefunden. Ich habe schon auch gesehen, dass einige Selfies auf den Bergen machen und dann so weit zurückgehen, dass sie abstürzen. Da habe ich immer gedacht, Selfies ist ja wirklich bescheuert, da muss man aufpassen. Aber für die Energiewende ist das etwas sehr Sinnvolles. Also wenn Sie eine Photovoltaikanlage montiert haben irgendwo oder wenn Sie eine Wärmepumpeanlage montiert haben, machen Sie doch ein Selfie und posten Sie es. Weil es geht schon auch um Kommunikation. Natürlich, Sie können auch eine Erdölplattform betreiben und ein Selfie machen. Es sieht einfach nicht so gut aus, oder? Also das ist einfach jedem freigestellt.
Ich frage mich dann immer, was machen denn die anderen Länder? Die Schweiz ist nur eines von 200 Ländern und für uns ist es wichtig, einen globalen Blick zu entwickeln. Wir sind ein kleines Land und wir müssen sehen, was macht China, was macht Russland, was machen die USA. Wir müssen uns immer fragen, was machen diese drei, weil das sind die drei Großen. Und die Chinesen, vielleicht haben Sie es gesehen, die schütten Inseln auf. Ja? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Warum schütten die denn Inseln auf? Weil sie danach sagen, um die Insel herum gibt es Öl und Gas und wenn wir die Insel haben, dann gehört uns das. Also dieses Öl und Gas ist hier in der südchinesischen See, da wird das aufgeschüttet und da kann man einfach als Schweizer ganz nüchtern sagen, das können wir nicht. Wir können keine Inseln aufschütteln, aus dem einfachen Grund, weil wir eben kein Meer rundherum haben, das ist wissenschaftlich bewiesen. Das heißt, wir müssen andere Wege suchen. Kann man sich fragen, was machen die USA? Ja, die USA sind das mächtigste Land auf der ganzen Welt heute. Sie haben 10 Flugzeugträger, die Weltreservewährung ist der Dollar, sie haben das größte BIP, sie haben am meisten Militärstützpunkte weltweit. Das heißt, die USA sind das aktuelle Imperium, wie wir sie nennen. Sie haben vielleicht gesehen beim Bankgeheimnis, ja, da haben die USA gesagt, die Schweiz haben ein Bankgeheimnis, das geht gar nicht, dann haben sie das zerschlagen. Jetzt ist das Bankgeheimnis in den USA. Das ist die größte Offshore, also jetzt einfach, wenn Sie Millionen haben, Sie wollen sie verstecken, gehen Sie nach Nevada, das ist der neue Ort. Aber das, ich möchte Ihnen nur erklären, wie funktioniert Macht? Wie funktioniert Macht? Die USA sind das Imperium, darum müssen wir genau hinschauen. Und die USA führen Krieg. Sie führen Krieg um Erdöl. Sie bauen auch Solaranlagen, das ist nicht ein Widerspruch, sie machen beides. Und diese Kriege um Erdöl werden für uns in den Medien nicht so dargestellt. Das heißt nie oder praktisch nie wieder ein Erdölkrieg. Rohstoffkriege spitzen sich zu. Kampf um fossile Energieträger fordert Tote. Das lesen Sie nie, sondern es läuft immer unter dem Begriff Antiterrorkampf und darum verbinden die Leute das gar nicht miteinander. Weil wir immer über Terror sprechen und nie über fossile Energieträger, haben wir hier eine kognitive Dissonanz. Wir verbinden die Themen nicht. Ich möchte Ihnen das kurz erklären. Vor dem Angriff auf den Irak 2003 hat der amerikanische Außenminister gesagt, Saddam Hussein hat Massenvernichtungswaffen, ABC-Waffen. Dann hielt er dieses weiße Fläschchen in die Luft und hat gesagt, das ist der Beweis. Es gab aber keine ABC-Waffen im Irak. Und was in diesem weißen Fläschchen hier drin ist, wissen wir bis heute nicht. Das könnte Malerfarbe gewesen sein. Aber das ist eben der Punkt, wir wurden eigentlich alle durch die Kriegspropaganda getäuscht und es fällt uns schwer, das auch zuzugeben. Meiner Meinung nach ist der ganze Krieg gegen den Terror ein Vorwand, um Öl und Gas zu erbeuten. Für einige von Ihnen ist das ein bisschen zu viel, aber so ist die Datenlage für mich als Historiker. Ich sehe einfach, Dick Cheney hat gesagt, wir haben Grund zu der Annahme, dass Saddam Hussein Atomwaffen baut. Da stimmt kein Wort, da stimmt gar nichts, das ist alles erlogen. Man hat aber das Volk in den Irakkrieg geführt und man musste die Soldaten überzeugen, dass man diesen Krieg überhaupt kämpfen soll. Und dann hat man gesagt, der Saddam Hussein, der gibt die Atomwaffen den Terroristen und dann haben wir einen nuklearen 11. September in den USA. Und dann konnte man die Leute in den Krieg führen. Das war aber illegal. Cheney hätte den Irak nicht angreifen dürfen. Wir haben die UNO-Charta und da steht, kein Land darf ein anderes Land angreifen. Gerade die Schweiz ist sehr darauf angewiesen, dass eigentlich dieses Angriffsverbot eingehalten wird, weil wir sind ein kleines Land. Und das ist aber den Briten und den Amerikanern egal gewesen. Und darum haben Cheney und auch Tony Blair das Verbrechen der Aggression begangen. Sie müssten vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag der UNO. Sie müssten dort erscheinen. Machen Sie nicht, Sie sind zu mächtig. Der Irak besitzt chemische und biologische Waffen. Seine Raketen sind binnen 45 Minuten einsatzbereit. Das auch in England, die Kommunikation. Das heißt, sie haben immer eine Terrorkommunikation und praktisch nie eine Öl- und Gaskriegskommunikation. Auch jetzt, wenn die Europameisterschaft wieder losgeht, haben sie immer wieder eine Seite Terrorismus, da wird darüber gesprochen. So. Aber es wird nie darüber gesprochen, dass es eine Verbindung gibt zwischen der fossilen Abhängigkeit unserer ganzen Welt und den Rohstoffen, die im Nahen Osten liegen. Man fragt sich dann, was ist überhaupt aus diesem Irakkrieg geworden? 1 Million Tote. Das heißt, um fossile Rohstoffe wird mit aller Härte gekämpft. Saddam Hussein hat man erhängt, aber ein Teil seiner sunnitischen Armee und Geheimdienstoffiziere bilden heute den Kern von IS. Das heißt, der Irakkrieg ist aufs Engste mit dem heutigen IS-Terrormilizproblem vernetzt. Insgesamt, und das möchte ich einfach herausstreichen, geht es um sehr viel Geld. Ja, also diese Dekarbonisierung, die ist zwar in der Wissenschaft akzeptiert, man möchte das, aber es gibt, und das muss man sich klar sein, andere, die
sehr viel Geld verdienen mit anderen Geschäftsfeldern. Einfach, dass Sie verstehen, das Pentagon-Budget ist 600 Milliarden Dollar pro Jahr. Das sind 2 Milliarden grob pro Tag. Ja. Und wenn wir diese 600 Milliarden Dollar für die Energiewende hätten, könnten wir sie so in 10 Jahren etwa umsetzen. Aber haben wir natürlich nicht. Und auch die Erdölindustrie hat kein Interesse an der Dekarbonisierung. Also weg von Öl und Gas ist nicht die Idee von Shell und BP und ExxonMobil. Ich habe mal in Interlaken am Swiss Economic Forum mit Peter Voser diskutiert. Peter Voser war der Chef von Shell, ist ein Schweizer. Und Shell ist der größte Erdölkonzern in Europa, wenn Sie jetzt die Russen nicht zu Europa zählen. Und das war interessant, dann hat die Journalistin uns vorgestellt und hat gesagt, ja, Herr Ganser ist für 100% erneuerbare Energien. War nicht so überraschend. Er hat 3 Mitarbeiter in seinem kleinen Institut. Herr Voser hat 90.000 Mitarbeiter und er findet die Energiewende nicht so eine gute Idee. Obwohl Herr Voser gesagt hat, wir können schon weg vom Öl. Aber er hat gesagt, wir sollten dann zum Gas. Ja, ist so. Er verkauft jetzt mehr Gas als Öl im Moment. Aber das war gar nicht der wichtige Punkt. Der wichtige Punkt ist, als die Journalistin uns vorgestellt hat, hat sie gesagt, Shell hat im letzten Jahr einen Gewinn gemacht von 7 Milliarden Dollar. Und dann hat Herr Voser sich geräuspert und hat gesagt, Entschuldigung, das war im letzten Quartal. Und jetzt weiß ich nicht, was Ihre Unternehmerzahlen sind, aber wenn Sie 7 Milliarden Dollar Gewinn, ich sage nicht Umsatz, sondern Gewinn machen, ja, im Quartal, dann sagen Sie, Fracking ist gesund für die Kinder. Das heißt, das ist einfach das menschliche Verhalten, dass man das rationalisiert, von dem man profitiert. Ich habe dann geschaut, was hat der Chef von ExxonMobil verdient. Das ist der Rex Tillerson und ExxonMobil ist der größte Erdölkonzern der USA und der hat 95.000 Dollar verdient. Kann man sagen, 95.000 ist angemessen, aber ist pro Tag. Und trotzdem, wenn Sie genau hinschauen, ist er nicht ganz zufrieden. Und das hat damit zu tun, dass die Menschen sind Vergleichswesen. Sie vergleichen sich immer mit den anderen und der hat sich verglichen mit seinem Vorgänger und ist der Lee Raymond und der hat 357 Millionen verdient. Und wenn Sie irgendwie ein Gefühl für soziale Gerechtigkeit haben, dann sehen Sie, das ist schon nicht fair. Er hat nur 35 Millionen bekommen und er hat 357 Millionen bekommen. Ja, da hat man ihn richtig ausgetrickst, hä? Und das müssen Sie im Kopf behalten, wenn Sie diese ganzen Themen bearbeiten. Es gibt eine große Industrie, die eben diese Energiewende nicht will, die nicht will, dass wir Erdöl und Erdgas verlassen, weil wenn Sie 1 Million pro Tag verdienen, dann werden Sie nicht sagen, das ist jetzt mein wichtigstes Projekt, ein Elektromobil zu fahren. Ja. Sollen Sie Öl und Gas verkaufen? Jemand hat mir gesagt, ja gut, der kann den Hals nicht voll bekommen, aber das ist nicht rein wissenschaftlich. Das ist nicht rein. Ich möchte Ihnen erklären, dass wir auf der anderen Seite eine große Anzahl von Menschen in den USA haben, das sind 45 Millionen, die Essensmarken beziehen. Okay? Die sind in die Armutsfalle getappt und die können die Energiewende nicht umsetzen. Da kann man nicht hingehen und sagen, guten Tag, wollen Sie eine Wärmepumpe installieren? Die sagen, ich weiß nicht, was ich heute Abend esse. Und da müssen wir uns als Schweizerinnen und Schweizer wirklich bewusst sein, wir sind dazwischen. Wir sind nicht so reich wie die Ölbarone und wir sind nicht so arm wie die Leute, die auf der Straße stehen. Und aus dieser Situation heraus können wir etwas tun. Das ist ideal, wenn wir so reich wären wie die Ölbarone. Alle hier Ölbarone, dann erstens würde ich nicht eingeladen zum Vortrag und zweitens würden wir dann die Energiewende nicht wollen. Und zweitens, wenn wir so arm wären wie die Leute, die wirklich arbeitslos sind, die kein Vermögen, also das ist nicht wenig Prozent beim Umwandlungssatz in der Pensionskasse, das ist kein Vermögen, dann könnten wir auch nichts tun. Aber wir sind alle dazwischen, darum denke ich, können wir etwas tun. Ich möchte Ihnen einfach zeigen, diese Erdölkriege, die laufen schon ziemlich lange. Vielleicht erinnern Sie sich, 1990 ist Saddam Hussein in Kuwait einmarschiert, das ist jetzt schon einige Zeit her. Damals hat der amerikanische Präsident gesagt, wir müssen jetzt Saddam Hussein wieder aus Kuwait rauswerfen. Weil Saddam Hussein ist auch ein Kriegsverbrecher, man darf nicht, ich habe Ihnen das schon erklärt, ein Land darf ein anderes Land nicht angreifen, das steht so in der UNO-Charta. Und dann hat der amerikanische Präsident Bush gesagt, da gehen wir jetzt hin und werfen den wieder raus. Dann haben amerikanische Offiziere gesagt, ja, das ist sicher ein Erdölkrieg, mache ich nicht mit. Da habe ich gesagt, nein, nein, kein Erdölkrieg. Das ist der Kampf von Gut gegen Böse. So müssen Sie es immer erklären, immer. Es muss immer Gut gegen Böse sein. Und um das ein bisschen den Leuten in die Gehirnwindungen reinzumassieren, hat man gesagt, der Saddam
seine Soldaten. Die sind in Kuwait ins Spital und dort auf die Abteilung für Neugeborene, zu den kleinen Babys. Und da haben sie die Babys aus den Brutkästen genommen und auf den Boden geschlagen. Kindermord. Das hat nicht der Präsident Bush Senior damals gesagt und auch nicht General Schwarzkopf, der CENTCOM Commander, der den Krieg geführt und gewonnen hat, sondern das hat ein Mädchen erzählt, 16-jähriges Mädchen, und die hat dazu geweint und hat gesagt, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, ich war Krankenschwester im Spital. Und jetzt Achtung, wenn ein 16-jähriges Mädchen unter Tränen etwas über Kindermord erzählt, dann sind sie psychologisch gesehen geliefert. Dann ist so dieses Bild im Kopf, das sind Barbaren, die müssen wir bekämpfen. Ab in den Krieg, Iran, Irak, wo ist das? Ist das das gleiche Land? Und dieser Effekt, oder? Das wird gesucht. Das ist heute wieder das Gleiche. Wir denken, Terroristen, wo sind die? Al-Nusra, Al-Qaida, Freie Syrische Armee, weiß nicht, was da der Unterschied ist. Bombt das alles mal zusammen, das sind einfach die Bösen. Und wir Historiker sehen, das wird dann übers Fernsehen verbreitet, seien Sie sich bewusst, am Fernsehen wird sehr, sehr viel gelogen, das ist so, muss man sich klar sein. Und wenn der Krieg vorbei ist, ja, die Leute sind schon wieder begraben, dann kommen wir. Das heißt, das ist ein bisschen der Nachteil von uns Historikern, wir sind immer spät dran, aber wir sind dafür präzise. Wir haben recherchiert, hat dieses Mädchen im Spital gearbeitet und die Antwort ist nein. Da haben wir untersucht, sind diese Kinder gestorben und die Antwort ist nein. Da haben wir untersucht, warum hat die so passend ausgesehen? Hat ausgesehen wie eine Kuwaiterin, weil sie war eben die Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA. Das ist eine abgefahrene Kriegslüge und das müssen Sie klar verstehen, dass wir systematisch zu den Kriegen belogen werden. Und zwar systematisch, das ist nicht ein Zufall, also die hat das nicht irgendwie auf dem Schulweg erfunden, sondern hier eine Werbeagentur Hill & Knowlton hat das entwickelt, das ganze Konzept, die hatte 1 Million Budget, um diese Story zu entwickeln und dieses Budget wurde von Kuwait bezahlt. Und Kuwait hat danach vom Irak Reparationen in Milliardenhöhe erhalten und die Amerikaner einen Stützpunkt in Kuwait. So läuft der Hase. So, darum denke ich, wir sollten als Schweizerinnen und Schweizer an diesen Kriegen und auch an den Kriegslügen nicht mitmachen. Ich bin ein Vertreter dieser Position 100% erneuerbare Energien, aber auch 100% neutral. Wir sollten keine Truppen in den Irak schicken und sagen, die können da noch rumschießen und fragen, hat es für uns auch noch ein Festlein Erdöl, sondern ist einfach nicht sinnvoll. Wir müssen Lösungen hier finden. Es gibt diese Lösungen, Sie haben diese Lösungen. Das ist dann sozusagen noch ein Bild aus dem Kuwait-Krieg. Die Soldaten von Saddam Hussein haben auf dem Rückzug die Felder in Brand gesteckt. Ist dann auch nicht klimaneutral, Thomas, wenn man so sagen darf. Also da sehen Sie einfach, Kriegsführung hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Im Gegenteil, wenn Sie die Länder anschauen, die man im sogenannten Krieg gegen Terrorismus bombardiert hat, Afghanistan, Irak, Libyen, jetzt Syrien, das ist nur Chaos, ja. Und wenn Sie dieses Geld genommen hätten und Sie hätten es in ehrliche, produktive Arbeit investiert, aber wenn man es in gute Kreisläufe hineinleitet, dann kann man die Erdöl- und Erdgasabhängigkeit durchbrechen und man hat funktionierende Strukturen. Jetzt ist natürlich der neue Hitler Assad. Oder? Das hören Sie seit 4 Jahren, heißt es immer, Assad muss getötet werden, Assad muss getötet werden, Assad muss gestürzt werden, Assad muss getötet werden, Assad muss gestürzt werden. Jetzt habe ich viele Freunde in der Schweiz, die natürlich auch immer diese Massenmedien konsumieren und dann haben sie einfach dieses Bild. So wird internationale Politik immer erklärt, die Jagd nach dem bösen Mann. Haben Sie das schon gemerkt bei sich selber? Zuerst ist Gaddafi der böse Mann, dann ist er tot und so, und Libyen im Chaos spielt keine Rolle. Dann kommt schon der Nächste, dann Saddam Hussein, ah, das ist auch ein Böser, muss erhängt werden. Und dann Gaddafi, ah ja, da habe ich schon, ah nein, Osama Bin Laden, haben im Indischen Ozean versenkt. Früher war es Milosevic, zwischendurch war es Noriega in Panama, immer ein böser Mann. Und das ist ein Trick, okay? Das ist nur ein Trick, weil man muss dann nicht über Militärstützpunkte und Rohstoffe sprechen. Jetzt, bei Assad ist es so, er ist hier in Syrien und Syrien liegt an einem Punkt, wo man Pipelines durchführen möchte. Hier im Persischen Golf haben sie ein großes Erdgasfeld und das teilen sich Katar und der Iran. Und Katar hat beschlossen, dass sie hier eine Pipeline durchbauen wollen durch Saudi-Arabien. Die Saudis haben gesagt, super Idee, weil das sind Sunniten. Und dann haben sie gesagt, gehen wir hier durch Jordanien und dann durch Syrien in die Türkei. Die Türkei hat auch gesagt, super Idee, also alle Roten sind dafür, für diese rote Pipeline, die ist noch nicht gebaut. Und Syrien hat gesagt, nein, wir wollen diese Pipeline nicht.
Jetzt das Interessante ist, dass der Iran das gleiche Erdgasfeld von der anderen Seite anzapft. Ja? Das heißt, der es zuerst leer hat, das ist jetzt das gleiche Feld. Also wie beim Gotthard, das haben wir jetzt im Kopf. Das wird von zwei Seiten wird das gleiche eigentlich angebohrt. Und wenn diese grüne Pipeline gebaut wird, dann sind die Schiiten im Iran die Gewinner. Und das ist für mich der Kampf. Der Syrienkrieg ist ein Pipeline-Krieg, weil Sie sehen hier eigentlich das Feld. Es heißt, bei Katar heißt es Northfield und im Iran heißt es South Pars. Und das ist einfach die Landesgrenze und das größte Erdgasfeld der Welt. Das ist die Seite der Iraner. Sie sind jetzt dran, das abzubauen. Es sieht natürlich nicht spektakulär aus, weil es im Wasser ist. Okay, ein Erdgasfeld im Wasser. Ja, gibt es hin wieder ein Bild, aber wenig. Darf ich mal fragen, wer von Ihnen hat schon über dieses Erdgasfeld nachgedacht im Zusammenhang mit dem Syrienkrieg? Einfach ein Handzeichen. Okay, da sehen Sie, das ist ein totaler Blackout, oder? Das ist einfach, das gibt es nicht. Vielleicht gibt es das Erdgasfeld, aber hat nichts mit dem Syrienkrieg zu tun. Und wenn wir in die Daten reingehen, dann sehen wir, am 26. August gibt es diese Nachricht, 2009, wir sind sehr daran interessiert, über eine Erdgaspipeline von Katar bis in die Türkei zu verfügen, sagt Al-Thani, das ist der Herrscher von Katar, das ist ein Monarch. Und hier ist Erdogan, der sagt auch, das fänden wir toll, die EU ist stark von russischem Erdgas abhängig, eine Erdgaspipeline zwischen Katar und der Türkei würde einen Beitrag dazu leisten, dieses Problem ein für alle Mal zu lösen, auch 2009. Jetzt müssen Sie wissen, der Syrienkrieg bricht erst 2011 aus. Okay? Dann haben sich also die Türken und die Kataris getroffen und haben gesagt, diese Erdgaspipeline bauen wir, und zwar um die Dominanz von Gazprom zu brechen. Ja, Sie sehen, die Russen über Gazprom beliefern Europa. Alle, die hier im Raum Champions League schauen, ich gehöre dazu, die wissen, Gazprom ist ein russischer Erdgaskonzern. Die haben immer diese Werbung, bevor das Spiel beginnt. Und es ist ein bisschen undurchsichtig, weil Gas ist undurchsichtig. Sie sehen es nicht, Sie hören es nicht, Sie können es nicht anfassen. Aber dann hat sich Assad auf die Seite von Putin geschlagen. Er hat gesagt, ich werde doch nicht Katar die Möglichkeit geben, den europäischen Erdgasmarkt aufzurollen und dadurch die Interessen von Russland zu schwächen, weil Russland ist mein traditioneller Verbündeter. 2009, immer noch, zwei Jahre vor Kriegsausbruch, weigerte sich Assad, ein von Katar vorgeschlagenes Abkommen zu unterzeichnen, das den Bau einer Pipeline von Katars Northfield, das habe ich Ihnen gezeigt, das an das iranische South Pars grenzt, habe ich Ihnen schon gezeigt, über Saudi-Arabien, Jordanien, Türkei bis in die Türkei absegnen sollte, um so, und hier geht es um den europäischen Markt, und Umgehung Russlands versorgen zu können. Assad begründete seine Ablehnung damit, die Interessen seines russischen Verbündeten zu schützen, der wichtigste Versorger Europas mit Erdgas ist. Und da haben sie den ganzen Syrienkrieg. Das ist der ganze Krieg. Russland will Assad an der Macht halten. Russland will diese Pipeline nicht, die von Katar herkommt. Katar, Saudi-Arabien, die Türkei, zusammen mit Frankreich, USA und Großbritannien wollen Assad stürzen. Es ist nicht so kompliziert. Oder finden Sie es kompliziert? Ja, man könnte diese Pipeline jeden Tag drucken und sagen, hier, der Kampf um die Pipeline spitzt sich zu und daneben eine Werbung für Photovoltaik und Wärmepumpe. Ja, sag ich nur. Aber es läuft ganz anders. Es läuft so, dass die Leute sagen, ja, wir müssen den Terrorismus bekämpfen. Das Pentagon-Budget muss von 600 Milliarden auf 900 Milliarden erhöht werden, weil es so gut funktioniert hat in Afghanistan. Oder? Das heißt, wir hören immer über das Terrorproblem und nie über den Kampf um Öl und Gas. Und das ist eigentlich in meiner Forschung das größte Problem, dass ich den Leuten erklären möchte, dieser Kampf um Öl und Gas, der wird mit verdeckten Karten geführt. Weil sie können in einer Demokratie nie sagen, wir führen einen Ölkrieg, dann würden die Leute sie abwählen. Auch Hillary Clinton, ja, hat den Krieg gegen Libyen befürwortet, ja, und gesagt, wir müssen dort intervenieren, Gaddafi ist ein böser Mann. Es ist immer der böse Mann. He? Und wenn ich die amerikanische Presse anschaue, ist es einfach wirklich tragisch, wie das dargelegt wird. Man sagt dann, American beheaded by ISIS. Also hier, das ist der IS-Terrorist und das ist der Amerikaner. Und dann sagt man, der hat den enthauptet, also müssen wir Syrien bombardieren. So wird das erklärt. Das ist sehr krud. Obama kommt dann ans Fernsehen und sagt, auf barbarische Weise haben sie zwei amerikanische Journalisten enthauptet. Der IS stellt eine Gefahr für die Menschen im Irak und in Syrien dar. Wenn man ihnen nicht entgegentritt, werden diese Terroristen die gesamte Region, auch die USA, bedrohen. Im Kampf gegen IS können wir uns nicht auf das Assad-Regime verlassen.
Das ist der entscheidende Punkt. Zuerst geht es um Terror, dann geht es um Regime-Change. Dass sein eigenes Volk terrorisiert, dieses Regime hat seine Legitimität verloren, 2014. Das heißt, in unserer westlichen Wahrnehmung ist es Terrorbekämpfung. Da kann ich Ihnen einfach sagen, es ist Katar, Saudi-Arabien und die Türkei, welche den IS unterstützen. Es sind genau die Golfmonarchien, welche die radikalen Dschihadisten unterstützen, weil sie ja Assad stürzen wollen. Die Dschihadisten sind nur ein Instrument, um jemanden zu stürzen. Und das sieht man, die haben Trainingslager in der Türkei, erholen sich da und dann kommen sie wieder rein nach Syrien. Das ist eine verlogene Sache. Die Amerikaner sind auf der Seite der Terroristen, das muss man sagen. Die Saudis sind auf der Seite der Terroristen, das muss man auch sagen, dürfen sie fast nicht sagen. Wenn sie das sagen, sind sie sofort Verschwörungstheoretiker, Pipelines gibt es nicht, Öl und Gas brauchen wir nicht. Also es wird immer verdeckt argumentiert und auch wenn ich die Schweizer Medien anschaue, finde ich es ziemlich traurig. Endlich Obama greift zur großen Keule, Bomben auf die ISIS-Hochburg in Syrien. Diese Nacht mischten sich die USA erstmal offiziell in den Syrienkrieg ein, das ist im September 14. 20 der brutalen IS-Terroristen wurden von Bomben und Drohnen. Also ich weiß nicht, ob Sie das lesen, Blick am Abend, ist halt so eine Qualitätszeitung, aber man muss sich schon fragen, oder? Was ist mein Feindbild, das ich konsumiere? Ja. Weil hier die UNO-Charta wird gar nicht mehr erwähnt. Dass ein Land ein anderes Land nicht bombardieren darf, wird nicht erwähnt. Jetzt haben Sie Franzosen, die dort auch noch bombardieren. Sie haben Briten, die auch noch bombardieren. Ohne Mandat des UNO-Sicherheitsrates. Ja? Und diese Dinge ist sehr wichtig, dass wir das kritisch beobachten. Wir bekommen dann natürlich die Bilder, wie alles in die Luft geblasen wird und so. Also es ist ein Krieg mit 400.000 Toten. Meiner Meinung nach ein Erdöl- und Erdgaskrieg entlang dieser Pipeline. Man sagt dann, nein, nein. Wir führen Kampf gegen IS, weil die Leute enthaupten. Da sage ich, aha, ist es das? Geht es um die Todesstrafe? Schauen wir uns doch dieses Argument mal genau an. Also der IS hat die Todesstrafe für Blasphemie, aber das Gleiche haben sie in Saudi-Arabien. Genau das gleiche System, auch Todesstrafe. Dann kann man sagen, Alkoholkonsum im IS-Territorium, Peitschenhiebe. In Saudi-Arabien nach Ermessen des Richters. Dann Ehebruch, Steinigung, Sex vor der Ehe, Peitschenhiebe in beiden. Also IS ist ja jetzt ein... Ja, nicht ein Staat, aber ein Teil von Syrien und Irak wird jetzt durch den IS kontrolliert. Diebstahl, Amputation der Hand, sowohl beim IS wie in Saudi-Arabien. Das ist für uns in der Schweiz völlig fremd. Ja, es ist ein brutales System, auf jeden Fall ist es ein brutales System. Bei Raubüberfall, Amputation der linken Hand und des rechten Fußes. Hier in Saudi-Arabien, ich glaube, da kann man wählen, Amputation von Hand und Fuß, links, das weiß ich nicht. Aber es ist einfach für uns schwer zu verstehen, wie dieses Rechtssystem funktioniert. Das ist für uns fremd. Für mich ist es völlig fremd, für Sie ist es fremd, ich weiß es. Homosexualität, Todesstrafe. Können wir uns auch nicht vorstellen. Und dann Abwendung vom Islam, hier Todesstrafe. Also es ist keine Religionsfreiheit, wie wir sie hier in der Schweiz haben. Dann wird man sagen, aha, dann geht es also auch um Saudi-Arabien. Dann ist man sicher mit den Saudis besonders kritisch. Nein. Also mit Saudi-Arabien ist man nicht besonders kritisch. Mit Saudi-Arabien hat man besonders enge Rüstungsbeziehungen. Man verkauft ihnen die neuesten Flugzeuge. Jetzt haben die noch einen super Stacheldraht gebaut zwischen Irak und Saudi-Arabien. Und die gehen Hand in Hand. Warum eigentlich? Ja, weil es ums Öl geht. Die Saudis produzieren jeden Tag 10 Millionen Fass. Die meisten Menschen, glauben Sie mir, können das nicht einordnen. Aber Sie haben ja jetzt diesen Crashkurs im Erdöl. Und Sie wissen, der Tagesbedarf ist 90 Millionen Fass. Dann erkennen Sie, die Saudis produzieren 10%. Ja, 10 Millionen Fass. Die Amerikaner brauchen 20 Millionen Fass jeden Tag. Sie haben also hier den größten Konsumenten der Welt und hier den größten Lieferanten oder ein bisschen zugespitzt, den größten Süchtigen mit dem wichtigsten Dealer. Das ist die Situation. Und die Saudis wollen Assad stürzen. Denn Assad ist ein Alawit, ja, und die Saudis wollen den stürzen und sie hätten gern die Sunniten, dass die die Macht übernehmen. Und die Amerikaner sind auf der Seite der Saudis, sie sind auf der Seite der Kataris, sie sind auf der Seite der Türkei. Und sie haben vielleicht schon gemerkt, dass in ihrem Kopf ein riesen Durcheinander mit dem Wort Rebellen entsteht. Haben Sie das schon gemerkt? Die Rebellen, das sind ja die Guten, weil es gab früher mal den Film mit James Dean, A Rebel Without a Cause, glaube ich. Ja. Einfach Rebell ist irgendwie was Positives und Terrorist ist was Schlechtes. Dann müssen die Amerikaner in der öffentlichen Kommunikation immer darauf hinwirken, dass sie mit den Rebellen und nicht mit den Terroristen zusammenarbeiten. Das ist eine Riesenübung schon seit 4 Jahren. Haben Sie das schon gemerkt?
Also man sagt immer, das sind Rebellen, das andere sind Terroristen, wir arbeiten nur mit den Rebellen, nicht mit den Terroristen. Denken Sie darüber nach. Die USA und die CIA versuchen, die Regierung von Präsident Assad zu stürzen. Die USA und die CIA sollten diesen illegalen, kontraproduktiven Krieg beenden. Einmal eine klare Aussage, das ist die Sachlage. Hier, das ist eine Amerikanerin, Tulsi Gabbard, die ist aus Hawaii, die surft, die ist gut drauf. Gut, darum kann sich hin wieder eine entspannte Äußerung leisten. Diese Vision 100% erneuerbare Energien wird noch unterschätzt, glaube ich. Viele Leute haben das Gefühl, wir könnten im 21. Jahrhundert einfach noch mehr Erdöl- und Erdgaskriege führen. Können wir schon, ja? Aber wir müssen uns fragen, was könnten wir mit dem gleichen Geld machen? Was könnten wir machen? Ich sage dann immer, wir sollten unsere fossile Heizung entfernen. Das ist bei mir im Haus, oder? Das ist natürlich der Schritt. Wir müssen irgendwann entscheiden, wollen wir eine fossile Heizung oder nicht. Wir können ja nicht immer darüber sprechen, man sollte, man müsste. Irgendwann muss man sagen, gut, meine fossile Heizung muss raus. Das ist eine Gasheizung, die habe ich rausgenommen. Also Sie können nicht selber einfach mit der Flex an die Gasheizung, sondern da habe ich einen Experten beigezogen und der hat zuerst das Erdgas abgetrennt. Da haben wir eine Wärmepumpe installiert und auf dem Dach Photovoltaik, natürlich wieder der Trick mit dem Selfie. Ich habe mich draufgesetzt und da wollte ich einfach zeigen, es ist eine Indach-Photovoltaikanlage. Es ersetzt die Ziegel. Ja? Darf ich vielleicht fragen, wer hier im Raum hat Photovoltaik oder Solarthermie auf dem Dach? Einfach ein Handzeichen, das interessiert mich. Hat es schon wieder. Wer hat schon ein Selfie gemacht von sich und der Anlage? Noch nicht alle. Machen Sie, also gut, es ist ja immer diese Absturzgefahr. Sie müssen, ich will Sie nicht aufs Dach jagen, aber wenn Sie es kommunizieren, ja, dann kommunizieren Sie auch einen Trend. Dann sagen Sie, das mache ich, das finde ich toll. Ich habe 70 Quadratmeter, das gibt mir 8000 Kilowattstunden, das war zu viel. Ich hatte zu viel Strom. Hatte ich eine Lösung? Habe ich eine tolle Lösung gefunden? Ich habe jetzt einen Tesla und der Tesla, der fährt 400 Kilometer weit. Und das ist jetzt der Punkt. Sehen Sie diese Begeisterung für Elektromobilität? Sehen Sie die? Haben Sie die wahrgenommen? Tesla hat fürs neue Modell 400.000 Vorbestellungen. Fürs nächste Modell, das irgendwie sicher verspätet kommt, die sind immer verspätet. Aber das gibt es ja gar nicht, dass ein Auto, das noch gar nicht auf dem Markt hat, 400.000 Vorbestellungen hat und jeder, der vorbestellt, muss 1.000 anzahlen. Das habe ich also bei BMW nie erlebt, bei Mercedes, bei Alfa Romeo und bei Dacia auch nicht. Also das muss man sich klar sein. Und da läuft etwas und das ist Ihre Chance. Wir können weg von Öl und Gas. Wir können, es ist möglich. Hier bin ich übrigens über den Julierpass gefahren, einfach zum Zeigen, man kann auch über einen Berg mit einem Elektroauto. Weil gewisse Leute haben immer diese Idee, man muss dann schieben, das ist nicht so. Also, 90 Millionen Fass ist unser täglicher Erdölbedarf. Seien Sie sich klar, das wird nicht ganz einfach, diese Dekarbonisierung. Es ist aber wichtig, diese Institute unterstützen mich schon seit Langem. Hier die Otto Fischer AG möchte ich ganz speziell erwähnen, weil das Institut gibt es seit 5 Jahren. Ich verbinde Frieden und Energieforschung und einfach den Dank an Otto Fischer, weil sie von Anfang an gesagt haben, also Erdgas und Erdölkriege finden wir keine positive Vision für die Zukunft. Das ist ein Buch, das ich geschrieben habe. Ich habe einige Exemplare da. Wenn Sie möchten, können Sie eins in der Pause erwerben. Gut, vielen Dank und alles Gute für diese Energiewende. Das gibt eine spannende Sache. Ja, besten Dank für diese beeindruckenden Worte, Daniele Ganser. Ich habe mir ein paar wirklich gute Fragen überlegt. Aber aus der Erfahrung der vergangenen Ecto-Friendly Days möchte ich auch dem Publikum gleich jetzt schon die Gelegenheit geben, weil in der Regel haben wir immer zu wenig Zeit für die Fragen, für das Publikum, für dich. Gibt es jetzt schon Fragen aus dem Publikum, die Sie Herr Ganser stellen möchten? Dann heben Sie bitte kurz Ihre Hand. Hier vorne, Nadine, der vierten Reihe. Hast du das gewusst da mit der Pipeline? Ich habe alles gewusst. Sehr gut. Warum warst du so niedergeschlagen, da mit dem Trockeneis? Mein Name ist Christian Müller, Vorarlberg. Guten Tag, Herr Müller. Wenn ich mich recht erinnere, sind vor ein paar Jahren ist doch mal so eine Verhandlung gewesen. Irgendein Regierungsmitglied von der Schweiz ist doch da unten gewesen, mit dem Kopftuch. Ein Gasdeal unterschrieben. Ja. Wo sind wir Schweizer so zwischen Brot und Böse verteilt? Wir sind ein kleines. Wir sind ein kleines Land in diesem Spiel. Es ist richtig, Karl Mireille ist zu Ahmadinejad geflogen. Es gab große Diskussionen, weil damals ging es eigentlich, kann man mit dem Iran eine Pipeline bauen, kann man diese Pipeline bis nach Italien ziehen und dann von Italien in die Schweiz. Also die Schweiz hat auch versucht,
Pipelines zu bauen, mit anderen zusammen, in einem internationalen Konsortium, sind nicht sehr erfolgreich bis jetzt, muss man sagen. Und wir bombardieren nicht. Ja, das ist eigentlich der Hauptunterschied. Ich finde das die richtige Haltung. Ich finde, wir sollten überhaupt die anderen nicht bombardieren, weil das, was Sie sehen bei Katar, was Sie sehen bei Saudi-Arabien, bei der Türkei, sie nehmen alle eigentlich Gewalt als Mittel, um am Schluss ihre Pipeline durchzusetzen. Oder auch beim Irakkrieg, man nimmt wirklich 1 Million Tote in Kauf, ja, um am Schluss ihre Regierung einzusetzen. Das heißt, Regime-Change ist heute so weit verbreitet, dass es wirklich die internationale Politik sehr stark destabilisiert. Ich glaube aber, die Schweiz sollte in Richtung 100% erneuerbare Energien gehen. Weil sogar wenn wir einen Pipeline-Deal machen, ja, sind die Partner außerhalb der Schweiz leider unzuverlässig. Sie sind nicht alle vertragstreu, oder? Wir haben das Gefühl, wir fliegen nach Teheran, unterschreiben das und dann gehen wir noch bei allen Ländern, wo die Pipeline durchgeht und unterschreiben das mit den Türken. Ist aber nicht so. In der Türkei kann ein Wechsel dazu führen, dass das plötzlich neu verteilt wird. Also was ich einfach auf dem geostrategischen Schachbrett beobachte, ist so, dass es manchmal geht und manchmal nicht geht. Und darum sage ich, wir sollten die fossile Abhängigkeit insgesamt, das heißt von Erdöl und von Erdgas, reduzieren. Und wir sollten durch Technik, durch Effizienz unsere eigene Produktion ausweiten. Das ist meine Überzeugung. Ja. Besten Dank. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Hier vorne, Melina. Ist das Elektroauto, die Photovoltaik und die Wärmepumpe, ist das nur etwas für Daniele Gansers oder ist das auch für Freaks oder auch für die Allgemeinheit? Ich glaube, das kommt in den nächsten 5 Jahren für 99.000 Franken im Paket. Das ist eigentlich der Durchbruch. Es ist jetzt sozusagen eine Frage des Preises. Wir haben ja verschiedene Stufen. Die erste Stufe ist, geht es überhaupt? Die Antwort ist ja. Also eine Wärmepumpe, darf ich fragen, wer hat eine Wärmepumpe? Also funktioniert, die haben alle den Winter überlebt, war nicht so ein kalter Winter, ich weiß, aber es ist so, dass das funktioniert. Elektroautos funktioniert, Photovoltaik funktioniert, das ist jetzt nicht mehr diese Frage, geht das? Sondern im Moment ist nur noch die Frage, lohnt sich das? Ja, der Schweizer fragt sich nur noch, rentiert das? Soll ich jetzt Geld in die Hand nehmen oder soll ich noch 20 Jahre warten? Ja? Und die meisten warten halt noch. Die warten noch, warten noch, warten noch. Aber ich denke, wenn die Economies of Scale greifen, also wenn eben mehr Produkte auf den Markt kommen, das kann man bei Tesla sehr genau sehen, dieses Modell 3 wird ja günstiger, oder? Man sieht es auch bei den Kilowattstundenpreisen bei der Photovoltaik, die werden günstiger. Ja? Und das bedeutet, insgesamt wird es günstiger und ich glaube, wenn man dieses Paket, wenn jemand kommt und sagt, ich habe eine Erdgasheizung, ich habe ein Erdölauto, und ich fühle mich völlig von gestern, kann ich das ändern? Dann kommt jemand von Ihrem Verband und sagt, ja klar, machen wir. Wir machen Ihnen eine Photovoltaik aufs Dach, wir machen Ihnen eine Wärmepumpe, wir stellen Ihnen ein Elektroauto in die Garage, wir machen Ihnen das Schlüssel fertig und das kostet Sie 99.000. Dann sind noch viele Leute bereit, das zu machen. Ich habe natürlich die Dinge zusammengesetzt. Ich habe 200.000 bezahlt für das Gesamtpaket. Das ist noch für viele einfach zu viel. Aber ich glaube, da bei 99 ist ein interessanter Punkt. Gut, bitteschön. Patrick Schenk, Regional- und Standortentwicklung des Kantons Schaffhausen. Meine Frage geht in diese Richtung. Dekarbonisierung oder auch 100% Erneuerbare sind super Schlagwörter, die sehr wichtig sind für die Zukunft. Nur die erneuerbaren Energien, wenn man das politische Umfeld anschaut, auch hier in der Schweiz oder auch in den Regionen, die haben es extrem schwer. Die Energiestrategie in Bundesbern ist extrem unter Druck, aber auch bei den Kantonen ist es immer schwieriger. Wenn man dann Großprojekte mal realisieren will, irgendwo, sei es Windenergieanlagen oder größere Produktionsanlagen, dann stehen die extrem in der Kritik seitens der Bevölkerung. Das sei ein Monster, da verschandle man die Natur etc. Es bringe ja dann schlussendlich nichts. Wie bringen wir das hin, dass es wirklich die erneuerbaren Energien auch eine Chance bekommen, nicht nur Photovoltaik oder Wärmepumpen etc. mit dem einen Schritt zu machen, damit auch, wie gesagt, die Politik mal dahinter steht und das sieht, dass es eben nicht geht in Zukunft. Also Sie haben recht, wenn Sie sagen, im Moment bläst ein steifer Wind. Also es ist nicht so, dass wenn man sagt, man möchte 100% erneuerbar, dass einem dann alle helfen, sondern es gibt natürlich Gegenwind. Und das ist aber völlig normal.
Also das ist so normal, weil ich habe Ihnen gesagt, es geht um massive Interessen. Es geht um massive Interessen und ich kann nur von mir sprechen. Ich werde nie mehr ein Öl oder ein Benzin oder ein Dieselfahrzeug fahren. Nie mehr. Ich bin 43. Ich werde nie mehr eine Wärmepumpe ersetzen und dann eine Gasheizung reinbauen. Und das haben die Strategen verstanden. Hier geht es um einen sogenannten Game Changer. Wenn die Leute diesen Wechsel machen, dann ist das nicht wie einmal macht man das und im nächsten Jahr füllt man dann Öl über die Wärmepumpe. Das macht niemand, sondern es ist vorbei. Es ist einfach vorbei. Und darum überlegt man sich, wie man das verhindern kann. Und ich sage nicht, alle, die es verhindern, sind jetzt von Rolf Hartl und der Erdölvereinigung bezahlt. Das sage ich ja gar nicht. Aber ich kann Ihnen erklären, dass das alles mit Macht zu tun hat. Es hat eben nicht mit Technik zu tun. Das ist vielleicht auch der Kern meines Vortrags. Es sind Machtkämpfe. Und Machtkämpfe sind ganz normal, wenn es um einen fundamentalen Wechsel geht. Zum Beispiel beim Frauenstimmrecht. Kann ich das historisch vielleicht kurz skizzieren? Das Frauenstimmrecht wurde in der Schweiz 1971 eingeführt. Und vorher hat man gesagt, erstens ist das ein Verbrechen, wenn man das macht. Weil die Frauen sind so emotional, das kommt schlecht. Und zweitens ist es einfach, es würde die Schweiz zugrunde richten. Ja, das hat man also in den 50er, 60er Jahren gesagt. Das war ein massiver Gegenwind. Dann 1971 hat man das eingeführt. Seither dürfen die Frauen wählen, sie dürfen abstimmen, sie können National- und Ständerat sitzen, sie sind im Bundesrat. Und ich finde, es hat sehr gut funktioniert. Oder wie siehst du es? Ja, es hat sehr gut funktioniert. Oder? Ich kann nichts entgegenwirken. Du kannst nicht dagegen wirken. Aha, gut. Nein, ich möchte einfach sagen, manchmal ist etwas wie unmöglich. Und dann, wenn man es erreicht hat und man dann schaut zurück, denkt man, warum haben wir so lange gewartet? Ja. Und das habe ich jetzt das Gefühl. Im Moment scheint 100% erneuerbar unmöglich. Im Moment. Ja. Die Schweiz hat insgesamt 20% erneuerbare Energien über alle Energieträger gerechnet. Und da hat man das Gefühl, ja, 80%, wie sollen wir das überhaupt schaffen? Und aber jetzt es ist wäre nicht ich froh, unmöglich. Wenn die Antwort noch etwa 2 Sätze dauern würde. Ah, du meinst, du musst die Zeit einhalten, oder? Ja. Gut, also vielen Dank. Moment noch, besten Dank für deinen Beitrag am heutigen Ecto-Friendly Day. Auch ja. Du erhältst natürlich noch ein entsprechendes Geschenk. Besten Dank. Dankeschön. Ja, okay. Dankeschön.